Komm mal, Leute, was geht ab? Ich bin's, Kado Akian. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem neuen Detektiv-Conan-Video. Wir reden nämlich heute über eine Kampfkunst. Jeder von euch kennt sie, jeder von euch kennt mindestens einen Anwender. Warum, weshalb, wieso? Dieses Video ist nämlich essentiell für die morgen erscheinende Theorie. Diese wird unter anderem darauf eingehen. Verschwinden zu Tomo Arkais, Koji Aneda, Apotoxin 4869, Schwarze Organisation, Amanda Hughes, Mary und Asaka. Richtig krass, da gibt's nämlich eine Variable, die überall zusammenhängt. Und ich denke, ich habe endlich den Zusammenhang gefunden, weil ich mir Tag für Tag immer wieder Kapitel durchlese, die ich schon tausendmal durchgelesen habe, einfach nur, weil ich ein übelst krasser Fan bin und probiere, jeden Zusammenhang zu verknüpfen. Wie gesagt, dazu morgen mehr. Und zwar geht es um Jeet Kune Do, Jeet Kune Do, Jeet Kune Do. Ich habe es so ausgesprochen, wie der Google-Übersetzer es mir auf Japanisch ausgegeben hat. Ey, aber Kaito Arkai, Mann. Das ist doch gar nicht, kommt doch gar nicht aus dem Japanischen, das kommt aus dem Chinesischen. Ich bin Vollblut-Chinese, mein Bruder ist Vollblut-Japaner. Ja? Du sprichst es falsch aus, die ganzen Namen. Detektiv Conan wird nicht übersetzt. Wo kann ich denn das online gucken, Kaito Arkai? Leute. Das war's. Ich wollte nur mal ganz kurz halbe Minute Hommage machen. Ja, an euch? Kurz. So, bei dieser Kampfkunst geht es praktisch darum, dass man sich selbst verteidigt auf einfachste Art und auf die effizienteste. Und zwar mit Tritten, Schlägen und Stößen. Jeet Kune Do! Und zwar wird hier probiert, sich seitlich zu einem Gegner zu positionieren. Warum ist halt wieso? Auch wenn ihr einmal angeschossen werden solltet, ja, immer seitlich hinstellen. Das minimiert nämlich die Angriffsfläche. Das ist schon mal das Erste. Und zwar, wenn du Rechtshänder bist, mit Rechtsfürständen spielst, mit rechtshändigen Spiele spielst, ist und so weiter und so fort, auf die rechte Seite. Wenn du das mit links machst, auf die linke Seite. Der Entwickler, der Erfinder davon ist übrigens Bruce Lee. Richtig coole Sache. Was hat das jetzt mit Detektiv Conan zu tun? Es gibt nämlich drei Anwender aus dem Detektiv Conan Universum. Unter anderem, das erste Mal, wo wir das gesehen haben, bei Masumi Sera. Richtig krasse Sache. Und zwar gehen wir hier zurück auf das Kapitel 768. Ja, Episode 646, 647. Eine krasse Kampfkunst. Sie hat sogar geschafft, Rans Angriff auszuweichen bzw. diesen zu parieren. Relativ nice Sache. Das nächste Mal, wo wir dieses haben, ja, ist unter anderem wieder bei Masumi. Und zwar hat sie es gegen Makoto angewendet. Warum gegen Makoto? Beim Kapitel 859, in der Episode 744, 745, dachte nämlich am Anfang Makoto, dass Masumi ein Mann ist, ja, und Sonoko anbaggern wollte. Und wir wissen, Makoto ist krass, ja, ist Karate-Champion, ja, hat 400 Matches gewonnen am Stück, was ziemlich unrealistisch ist, wenn man überlegt, er geht zur Oberschule, 400 Matches, ein Jahr hat 365 Tage, ja, das ist schon sehr, sehr unrealistisch, gerade reist er auch oft in Amerika, nach Amerika und sowas und international erfolgreich, ich weiß nicht so wirklich, ob das auch zeitlich ganz passt, ja, aber das ist ja auch wieder was anderes. Da hat er es halt auch angewendet und war ein krasser Kampf, muss man übrigens sagen. Das heißt, eine sehr, sehr gefährliche Kampfkunst, die sehr krass und nur wenige beherrschen. Also Masumi haben wir zweimal vertreten. Dann haben wir natürlich Shushi Arkai, absoluter Lieblingscharakter, ja. Natürlich nach Wermut. Und zwar Kapitel 972, das sehen wir dann im Band 92. Da hat nämlich Conan wieder einen auf Shinichi gemacht bei den Erinnerungen an dem Strand, wo er das zum ersten Mal Masumi, Shushi, Chokichi und Mary gesehen hat. Ja, Mary wurde ja geschrumpft. Spoiler. Das dürftet ihr aber eigentlich alle jetzt schon wissen. Und da hat er sich nicht Freunde gemacht, weil er immer einen auf Sherlock Holmes gemacht hat. Und dann hat Shushi ihn verteidigt. Er hat ja auch seinen Finger-Jab gemacht. Finger-Jab. Sein Jet-Gundo angewendet. Ja, dieser Finger-Jab ist dazu da, den Gegner blind zu machen. Bam, like a fucking blinder. Auch krasse Sache. Und jetzt kommen wir zu dem dritten Anwender. Der dritte Anwender ist kein geringerer als Mary, die Mutter der Arkais. Richtig krasse Sache, und zwar Kapitel 953. Ja? Hier wird ja praktisch Mary uns dargestellt. Ja, sie hat ja nicht die beste Beziehung zu Conan. Sie vertraut ihm nicht. Sie bittet ja Masumi immer, bitte sprech mich mit Schwestern außerhalb des Territoriums. Wie gesagt, im Endeffekt ist es die Mutter, ja. Und da hat sie auch, obwohl sie relativ klein ist, mit ihrer Körpergröße einen erwachsenen Mann innerhalb kürzester Zeit ja auf den Boden gebracht. Hat sie nämlich unter anderem auch Jeet Kune Do angewendet. Richtig krasse Sache. Warum erzähle ich euch das, ja? Warum ist das so wichtig? Und Masumi hat übrigens auch mal erzählt, dass sie das von Shushi kann, und Shushi kann es dann dementsprechend von Mary. Sollte man auf jeden Fall nicht auf die leichte Schulter nehmen. Zumal sie im Kapitel 972 so ein bisschen bösartig wirkt. Vielleicht ist es nur Einbildung, aber ich glaube eher nicht. Denn es hat was Grundlegendes damit zu tun,
Wer ist denn Asaka? Asaka war eine Person, das war der Bodyguard von Amanda Hughes. Amanda Hughes wurde damals umgebracht und von Asaka diese Spur gefehlt. Ja, und was hat das wiederum mit Tsutomu Akai zu tun? Tsutomu Akai war ein Freund von Koji Haneda und er wurde in den Mordfall verwickelt. Koji Haneda wurde umgebracht, war jetzt an sich kein gezieltes Opfer, galt als Kollateralschaden. Aber jetzt ist ja irgendwie komisch, wa? Die Leiche wurde nie gefunden, Shuichi Akai ist deshalb zum FBI gegangen. Schwierig, schwierig, schwierig. Aber was hat dann Mary damit zu tun? Was hat Mary damit zu tun, wenn sie Jet Kundo kann? Was hat es damit zu tun? Das erfahrt ihr in der nächsten Episode, beziehungsweise in der nächsten Theorie. Bis zum nächsten Mal, euer Kaito Akai.